Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben gerade eben das Blutbad abgeschlossen und machen jetzt einfach weiter mit dem nächsten Fall. Fazit, hier stimmt was nicht. Entscheidung bestätigen, ja. Weiter geht's. Hoppidu. Fallstatistik. Spieler mit derselben Lösung für den Fall, mit derselben moralischen Entscheidung. Aha, 5%. Nice, wir sind 5%. Jawohl. Weiter geht's. Vergangenheitsbewältigung, Blut und Eis. Okay. Die Affäre Epigrange. Drücken Sie F1, wenn Sie einen Gameplay-Hinweis erhalten wollen. The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. Oh oh. Ja, na dann ziehen wir uns doch einfach mal an, oder? Würde ich sagen. Nur so als kleiner Hinweis. Wir müssen uns beeilen, so wie es aussieht. I've just received a note from Inspector Lestrade. A letter from the suburbs. He is in need of my presence. Okay. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. Und es regnet wie aus Kübeln. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Okay, dann ja, machen wir das da einfach mal, oder? Wir gucken mal das Teleskop, was hier so abgeht. Und es ist einfach nur ekelhaft. Ein Traum. Ja, dann untersuchen wir mal den Brief. Wait a second, wir haben eine Auszeichnung erhalten. Ah, guck mal, eine silberne Reliquie und ein Dampfpfeif. Aha, unparteiisch, das Blutbad. Ja, ach so, und guck mal hier, Geiseln. Ah, guck mal. Ah, das muss geladen werden. Mexikaner zu 69 mit der 36. Okay. Und der schwarze Peter. Schauen wir mal. Spieler 80%, 61%. Ja, würde ich auch sagen. Aber das, also, das hier mit dem Blutbad, also 5%, also... Ja, das mit dem Blinkhorn, das ist falsch. Der Typ ist nicht der Täter wahrscheinlich, aber... Also, keine Ahnung. Ganz ehrlich, streichen wir jetzt, wir machen mit dem aktuellen Fall weiter. Er hält eine dringende Mitteilung. Okay, Brief nehmen, auf geht's, hopp, hopp. Zack, zack. Und nehmen. So, ein erschütternder Skandal in der High Society. Der berühmte vegane Archäologe, der Stolz unserer Nation, Sir Rodney Bentley, wurde tot auf... Wurde modern aufgefunden. Das, ja genau, das hatten wir doch schon, oder? Für dieses Verbrechen kann nichts als die... Ach so! Ah ja, hier. Doch das eigentlich Schockierende an diesem barbarischen Mord ist die Tatsache, dass er von Sir Rodneys früherem Freund und Partner, Basil Klinkhorn, verübt wurde. Für dieses Verbrechen kann er nichts als die Todesstrafe in Frage kommen. Okay. So, na dann würde ich sagen... Beenden. Tab. Achso, auf dem Tisch. Oh Gott. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Auf dem Tisch? Aber auf welchem Tisch ist der denn? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ach so, auf dem... Nee, hä? Auf dem Tisch? Ah, Tisch. Untersuchen. Okay, Brief. A wax seal with the monogram EB. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Also volles... The Brackenstall family coat of arms. Puff. Da ist anscheinend richtig Party in der... Mein lieber Holmes, es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir unverzüglich bei einem Fall zur Hilfe kämen, der höchst bemerkenswert zu werden verspricht. Die Sache liegt ganz auf Ihrer Linie. Bis auf die Befreiung der Lady werde ich dafür sorgen, dass alles genauso bleibt, wie ich es vorgefunden habe. Doch bitte ich Sie, keine Sekunde zu verlieren, dass Sir Austens nicht lange dort wird liegen bleiben können. Hochachtungsfeuer, dann Vollgas. Bam, bam. So, what is it, Holmes? Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. Aha. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that.
The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. Ja, dann machen wir das doch direkt, oder? I live in hope of an interesting morning. Boah, wie cool das war mit der Kamera und so. Ja, na dann direkt dahin, Alter. Alter, wir haben jetzt 3 Nanosekunden vielleicht verloren. Herleitungen öffnen brauchen wir nicht. Wir müssen direkt weiter hier. Es gibt keine Herleitungen. Weiter geht's. Weil wir brauchen ja Fakten. Wir müssen wissen, worum es geht. Aber es geht wahrscheinlich überhaupt nicht um Mord. Es geht um was völlig anderes. Vielleicht fehlt irgendwas. Vielleicht aber auch nicht. Lassen wir uns einfach mal drauf ein. Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come. But perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the 3 Randalls? Exactly. The father and 2 sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right. I'm going to examine it. Very good, Watson. Toll. Darf der das überhaupt? Lady Brackenstall awaits you in the morning. Sir Warthen Brackenstall. Okay, was haben wir hier? Lord Brigham Brackenstall. Lord Ramsay Brackenstall. Sir Warthen Brackenstall. Lord George Brackenstall. Aha, die haben ja anscheinend die volle Historie aufgefahren, so wie es aussieht. Baron Linden. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Okay, dann gehen wir hier rüber. Mein Gott. Tür auf. Ladies, allow me to introduce myself. Oh, die sieht aber gar nicht gut aus. Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Ja, wir schauen es uns erstmal genauer an, oder? Wir analysieren erstmal hier das Auge. Frische Verletzungen. Ja, die sieht aber gar nicht schlecht aus, dafür, dass sie gerade verprügelt wurde. So, goldene Brosche, Känguru und Emu, australische Herkunft, aha. Elegantes Kleid. Ah, anscheinend wurde sie schon während ihrer Ehe gut misshandelt, ne? Also, ja, also, ihr wisst, was ich meine. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk. And he suffered from dark moods, but nothing else. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Na ja, wird man jetzt so nicht sagen. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... Oh, God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw 2 others. One of them struck me a savage blow with his fist.
and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Aha! Ja, did these three villains steal anything? Yes. I found that they had taken the silver from the sideboard. But you can see for yourself in the dining room. Okay, mach ich. Sonst Your noch was? Ladyship. Okay, kann die uns irgendwas sagen? Bestimmt. Ja, Charakteranalyse, Teresa, wir kennen das ja ganz. I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Wie die aussieht. Die ist auch ganz schön. Die sieht irgendwie gleichzeitig 12 und gleichzeitig 80 aus, habe ich das Gefühl. Arbeiterhände. Da der Fleck! Da ist ein Fleck. Kaffeefleck. Aha. Was ist denn so letzte Nacht passiert? I saw three men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Okay. Das ist alles, was sie weiß. Kleiner Tisch. Fotografie. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Okay, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich wichtig, aber... Hör, da ist schon wieder das Medizinfläschchen, glaube ich. Ach so, ja, vielleicht... Ja. Vielleicht so, so ah. The lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Aha. Lol. Ach so, wir können uns wir snacken uns das einfach mal. Hmm. These scratches are most definitely made by the picture frame. Aha. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Ja, dann ab geht's, Alter. Und zwar Vollgas. Bam, bam. Wir machen das jetzt mal hier Efficiency Run. Machen jetzt mal hier Speedrun, Alter. Der Safe. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? Genau, wir machen eine Speedrun-Episode. Ja, aber wir haben ja Zeit. We have to open it. Your Ladyship. Let us try to open this safe. Lass uns mal hier die Scheiße this probieren. Safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Woran merke ich das? Bisher noch nichts. Ich habe keine Ahnung, woran ich das Vibrieren merke. Jetzt. Ich versuche mich mal gucken, ob es auch ein bisschen schneller geht. Da. Da hat es vibriert. Perfekt. Komm, vibrier du Scheißding. Da. Perfekt, wir haben's. Jawohl. Easy. Safe untersuchen. Der hatte Geld, oder? Ärztlicher Bericht.
Sir Ostas, Ihr momentaner körperlicher und geistiger Zustand ist äußerst besorgniserregend. So gibt es verschiedene Anzeichen für einen schweren Leberschaden. Bei der letzten Untersuchung hatten Sie stark und blutunterlaufene Augen und Ihre Haut war leicht gelb gefärbt. Auch weist Ihr Atem einen Geruch auf, der typisch für Lebergeschädigte ist. Darüber hinaus gibt es noch die Lungenabzesse, über die wir bereits gesprochen haben. Die Breienkrämpfe, von denen wir berichten, werden von einer Veränderung des Nervensystems verursacht, die einerseits, die ihrerseits auf exzessiven Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist. Dies gilt leider auch für den Tremor. Ihre Leber fühlte sich bei der Untersuchung sehr hart an, was ein deutliches Symptom einer fortgeschrittenen Zirrhose ist. Zudem gibt es Anzeichen für Abszisse, also eine Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle. Ihr angeschwollener Bauch lässt keinen anderen Schluss zu. Die Schmerzen unterhalb ihrer linken Lippe weisen auf ein ernstes Bauchspeicheldrüsenleiden hin, das zu einer akuten, fulminalen oder letztendlich tödlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen kann. Der Zustand könnte auch ein Risiko für andere Menschen in ihrer Nähe und darüber hinaus darstellen. Exzessiver Alkoholkonsum schränkt ihre Selbstbeherrschung ein und versteckt ihre Aggression. Ich stehe Ihnen jedoch gerne zur Verfügung, um Sie bei diesem Problem zu unterstützen. Es gibt eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. Hui! It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Ja. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Ja, aber vielleicht ist das ja Absicht. Vielleicht ist das ja so eine Taktik, dass sie sagt, ja, wenn die hier so dumm rumliegen. Tab. Okay, was haben wir Neues? Wir haben ein neues Erfragen, ärztlicher Bericht aus dem Safe. Gut, da kann man nachfragen, mal gucken, was wir da rauskriegen. Ja, genau, dann fragen wir einfach mal. Oh, what a horrible thing to... Dann fragen wir die mal. Frühere Gewaltausbrüche. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. Okay. It is true that he once threw a decanter at me. And all because I dared to stand up to him in defense of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead. But a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Hmm. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Hm. Ja, belastend, oder? Geil. Okay, wir haben neue Deduktionshinweise oder hier. Okay, zurückgezogenes Leben, Titel infiziert. Zeugen haben Gewaltausbrüche, zurückgezogenes Leben aus Australien. Keine Ahnung, wir machen erstmal weiter. Sie haben noch nichts hergeleitet. Das ist wieder typisch Deutschland, da bloß haben wir nichts hergeleitet. Heißt noch lange nicht, dass man nichts geleistet hat. Okay, jetzt Vollgas und in den Vollsprint. Nee, okay, hier haben wir noch eine Cutscene, deswegen nehmen wir die noch kurz mit. What do you know about Sir Eustace, Inspector? Aha. What is his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Holy shit. He threw a decanter of wine at Miss Wright's head. Alles klar. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Gut zu wissen. Also der Typ hatte echt was auf dem Kerbholz. Okay, was haben wir hier? Aussagen des Inspektors, Gewaltausbrüche. Das liegt perfekt zusammen. Das heißt, das können wir, war gegenüber seiner Frau gewalttätig. Perfekt, das wissen wir jetzt. Okay, können wir weitermachen. Wunderbar, perfekt, perfekt, perfekt. So, jetzt Vollgas hier. Los, 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 los. In den Vollsprint. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Nichts. Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Hm. Würde sagen, wir gucken uns erstmal hier. Lol, wir kommen in den fucking Garten. Okay, das ist ein Stück zu viel. A trapper's hut. Okay, schönes Bild. Sonst noch was hier? Ja. A trapper's hut. Okay, sonst noch was? Nee, nee, nee. Okay, okay, okay. Hier drin. Hunting. A hunter's cabin. Ja, das sind jetzt halt coole Bilder. Ich weiß nicht, ihr könnt die... Also ich meine, ich spiele ja auch... Antique hunting weapons. Ja, also der hat halt hier echt alles, ne? Eine Uhr, eine Standuhr. Ich glaube, die ist viel wert. Die a hunting scene. Einer aus Two and a Half Men wahrscheinlich. Haben wir sonst was? A fur trader. Ja, das sind jetzt halt viele Bilder und so, ne? Was haben wir hier? Hier haben wir Wein. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. Also es war... These wine bottles are expensive.
and mostly from France. These one. Okay, 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 ist noch sowas hier? Nee, nee, nee. Jetzt fehlt doch noch bestimmt was. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Haben wir sonst noch was hier? Ne, haben wir nicht. Nee, da fehlt noch was. These wine. This. Hä? This. Ich sehe es gerade nicht. Hä? A bottle of wine is missing here. Stimmt. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Stuhl untersuchen. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. Okay. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Ja gut, das macht Sinn. Die Leiche. That must be the murder weapon. Wahrscheinlich, quite oder? A large stick, a formidable weapon. Also hat er es anscheinend richtig hart reingeschissen. Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Ja gut, wobei mal in die Schlipper rein. Kopf. Der Kopf. The head was cracked with the force of the blow. Ja, das, da hast du auf alle Fälle einen Mann für gebraucht. Okay, Kamin-Dingens? It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Aha, also nicht die Explanation anscheinend. Okay. Gläser. Weinkaraffe. This glass has some wine traces, but no visible bee's wing. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, um ehrlich zu sein. There is bee's wing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, ne, um ehrlich zu sein. This glass has some wine traces, but no visible bee's wing. Okay. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of bee's wing inside it, while the other two are clear. A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. Ich habe keine Ahnung, warum man Wein dekantieren muss. Keine Ahnung. French wine. Ich habe keine Ahnung. No idea, um ehrlich zu sein. Okay, ich glaube, wir haben jetzt hier das Zimmer soweit abgearbeitet. Wir gucken nochmal sicherheitshalber, ob wir nicht noch irgendwas hier. Erfährt. Ja, wir haben jetzt halt nur irgendwelche Hütten. Das ist halt komplett irrelevant. Ich will es auch. Also es kann auch sein, dass. Ich, es kann halt auch tatsächlich. Door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Okay, hier noch dann. Ja, na dann würde ich sagen, holen wir mal Tobi, oder? Aber vorher. Okay, wir haben einige Dinge. Okay, Kamingitter ist blutverschmiert. Wurde mit Dingens. Vielleicht kann man das hier verbinden, zurückgezogenes Leben. Ja, das gehört auf alle Fälle zusammen. Es waren zwei Personen möglicher. Es waren drei Personen. Die Reste wurden... Keine Ahnung. Ist das hier... Ist das jetzt schon irgendwie relevant? Nee, ne? Aber vielleicht sollten wir uns jetzt darauf festlegen und sagen, okay, das ändern wir nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Es sind halt zwei und das wurde halt in eins umgeschüttet. Keine Ahnung, was das bedeutet. Die Flasche ist leer. Haben da jetzt drei Personen draus getrunken? Das kann halt alles bedeuten. Sorry. Das kann halt beides sein, meiner Meinung nach. Okay, wir müssen ab zu nach Dingen. So, ab zur Baker Street, wir brauchen Tobi. Tobi, ab in den Rucksack mit dir! Moment, wir können ja vielleicht noch weitere Erleitungen machen. Kamingitter, da ist er dagegen geflogen. Heißt nach England Leiche. Ja, na, das gehört hier zusammen. Das ist doch klar. Er könnte hingefallen sein. Könnte. Ja, aber... Nee. Würde ich jetzt nicht sagen. Tobi, herkommen. Tobi nehmen. Come on, Toby.
We need the best nose in the British Empire on this case. So, ab, Herr Toby. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Someone should take Toby for a walk. Ja, na dann ab zur Abbey Grange, würde ich sagen, Alter. Nonni! Wobei die Texturen sehen nicht so geil aus, muss ich gestehen. So, was ist denn da unten bei den Füßen passiert von ihm? Oder bei den Pfoten, Entschuldigung. Search, Toby. Geil, jetzt dürfen wir Toby spielen. Krass. Ah, guck mal, hier ist ein Pfad, der geht hier lang. Ah, der geht raus. Wie geil ist das denn? Ja, okay, schnell hinterher. Hinterher, los, 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 los. Gas, Gas, Gas. Alter, wie langsam ist denn dieser Scheißhund? Ja, komm, hier kürzen wir jetzt ein bisschen ab. Dupp-di-dupp-di-dupp. Ach ja. Dieser Garten repräsentiert mein Leben. Irgendwie halb kaputt und im Arsch. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Okay. Dann folge ich mal dem Duft hier mal wieder. Ist hier hinten vielleicht noch der Duft? Nee. Ich kann aber auch nicht zu Holmes wechseln, um ehrlich zu sein. Ja, aber es geht jetzt nur wieder zurück, ne? Das ist ja jetzt dumm. Das wollen wir ja nicht. Wir müssen mal hier hinten gucken, ob hier vielleicht noch ein bisschen ein Duft ist oder so. Wir laufen mal hier hinten lang. Boah, ey, wenn mein Hund so langsam wäre, ne? Ich würde den Turbo hinten ranklatschen, ne? Das glaubt ihr nicht. Und das ist unfassbar. Aha. So. The scent leads to the well. I should check it. Okay. Sonst noch was? Ah, und hier haben sie sich verpieselt. Okay. Gut. Ja, das haben wir doch in Rekordzeit abgeschlossen, oder? Perfekt. Genauso wie sein soll. The trail is lost behind this wall. Ja, mit sich selbst redet, weil er so geil ist. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder coole Kamerafahrt. Why they chose such a winding route. Wow, wie schön die Sonne. Okay, gut gemacht, Tobi, du Scheißhund. Was ist denn hier drin? There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Ja, mit dem Ding natürlich. I doubt that I will be able to draw this package out of the well with a bucket. I need a hook. Okay, gut, dann brauchen wir jetzt hier nichts. Okay, dann können wir erstmal den... Okay, wir brauchen einen Haken, okay. Tja, wo ist hier der Haken an der Sache? Ich schaue mir erstmal noch ganz kurz den restlichen Garten an, weil vielleicht gibt es dann Dinge, die wir vielleicht dann später erkunden müssen, aber jetzt gerade aktuell nicht finden. Ne, hier gibt es echt gar nichts. Der Garten ist sehr, sehr schön gestaltet, glaube ich. Hier vorne ist einfach nur ein Tor, da gibt es nichts Relevantes. Boah, dieser... Alter, wenn der halt das... Also wenn du ohne Witz die Kohle für so einen Garten hast, ey. Das ist schon krass. So nach dem Motto, hey, ich habe so viel Grundstück, ich kann damit flexen. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Okay. This hook might be useful. Ja, den brauche ich. Scheiße, ich hätte zuerst den Haken nehmen sollen. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Small gardening tools, nothing of great interest. Okay, aber das finde ich halt brutal geil. Wenn du halt irgendwo fertig bist, dann sagt dir das Spiel, das finde ich gut. Danke Spiel, du machst es mir echt einfacher, als ich anfangs gedacht hätte. Ich hätte echt gedacht, ich bin hier echt konstant am Verzweifeln. There's some... Ja. Ach so, so muss ich es machen. Na gut. So, Haken einrängen. So, runter damit. Ja, als ob man das so genau machen kann. Aber kann man anscheinend. Silverware. This is hardly a coincidence. Ja.
the Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Also war es auf alle Fälle kein Rahamut. Also es war auf alle Fälle kein Diebstahl oder kein Dingens. Das kann ich jetzt hier auch so eingeben. Genau, verknotetes Seil, Leiche, Schnürhaken, Moment, an dem sich Blutspuren, achso, zurückgezogenes Leben, verknotetes Seil, nicht? Okay, das auch nicht. Das auch nicht. Ich habe halt irgendwie gedacht, dass das irgendwie zusammengehört, aber tut's nicht. Okay, nee, das passt auch nicht zusammen. Okay, dann höre ich jetzt auf, dumm rumzuprobieren. Tut mir leid. Sorry. Dann machen wir erstmal weiter. Ich hatte nur gedacht, also irgendwie, weißt du, so das Verknoten und so, die Seile, das muss irgendwie zusammenhängen. Weißt du, dass der dann vielleicht auf die Idee kommt, ah, hier, guck mal, da kennt sich jemand. Analysieren. Es könnte noch Ursprung vom Täter aufweisen. Das haben wir jetzt soweit, aber das kann man anscheinend analysieren. Okay. Achso, gleich haben wir ja schon untersucht. Sorry. Verzeihung. So, da fragen wir jetzt nach. Moment, wir haben ganz kurz. Ich glaube, ich habe vorhin ein Bild vergessen. A hunter ja. Scene. Ja, wir haben ein Bild vergessen. The Brackenstall family appear to be preoccupied. So, und hallo, wie geht's denn so? There are three glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his two sons. They talked together in whispers, and then they left. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Naja. Your Ladyship. Also können wir hier unsere Dinger schon mal anpassen und dann kommen wir nämlich hier drauf. Aus Australien, vielleicht gehört das zusammen. Ja, guck. Fuck. Heiratete kurz nachher und verließ er seitdem selten die Wahrscheinlichkeit, dass sie... Der an Bord. Nee, ich glaube eher keine Bekannten. Häusliche Gewalt. Also es waren doch drei Personen. Perfekt. Also zumindest laut ihrer Aussage. Falls wir jetzt merken, dass die da gelogen hat, dann stimmt das natürlich nicht mehr. Tisch untersuchen. Das habe ich vorhin wahrscheinlich übersehen. New York Times. Okay, was steht da drin? Jetzt muss ich wieder Luft holen. Das Familiengeschäft läuft. Die Randellbande ist wieder unterwegs. Okay, ganz ehrlich, das hier werde ich nicht vorlesen. Das könnt ihr euch selber durchlesen. Das ist zu viel jetzt. Die traurige Lady mit einem, aber leider erfolgreichen Einbruch, wieder aufgetaucht. Die Polizei ist auf der Spur, keine Einzelheiten, drei Personen im Profil. Geschätzten Leser über die Gemeinde ist zu informieren. Die Bande ist erkannt, besteht aus seinem Vater, zwei Söhnen. Das aktuelle ist Jack Randall, ist ein Mit-40er mit Preis. Die von durchschnittlichen Statur als derjenige, der behält, da steht die Kontrolle. Der ältere Sohn, William, ist Großvater, ist im informellen kleinen Kopf. Seinem jüngerer Bruder Melvin Randall ist deutlich schmächtiger und wird als dünn wie eine Bodenstange beschrieben. Die Bande wird nicht nur wegen zahlreicher Diebstahl und Einbruchsdelikte gesucht, sondern auch wegen ihrer außerordentlichen Piratenkarriere, bevor sie seien sie auf der Hut und mögen sie ihre Welt stehen. The description of the Randall Gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Okay. Oh, what a horrible thing to have happened. Okay, was haben wir jetzt? Die Rambles sind bekannt, Täter identifiziert. Das gehört natürlich zusammen, natürlich. Der Einbruch wurde und die ganze Geschichte nur erfunden. Es gibt sie deuten. Aha! Also... Dann waren es zwei Personen. Und ja, die kannten sich halt, ne? Warum tut sie? Also muss es das hier sein? Also so manchmal, so ganz komme ich manchmal nicht mit, muss ich ehrlich gestehen, ne? Okay, jetzt ganz schnell auf die Map, ab zur Baker Street. Und zwar mit Vollgas, wirklich mit 200%. Oh, der süße Hundi. Huhu! Na, wie geht's dir denn so? Ja, wow! Ja, ich finde Hunde nicht so geil. Also, ja, Hunde sind gut.
Ich mag Hunde, aber ich liebe Katzen. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Oh Gott. The fibers from this cut appear to be different. Also eine Schere nicht. Eine Zange. Das schon eher. The fibers from this cut appear to be different. Doch nicht. Hä, was haben wir denn noch? Ein Messer. Aha. Zack. Ja, na da. Cut the rope with a knife. It matches the original. Ah, das ist cool, wieder so mit coolen Methoden. My analysis table. It is useful for my work. Okay, scharfes Messer. Ja, ich würde sagen. Täter identifiziert. Leiche. Silberbesteck wurde im Garten gefunden. Ein Schnürhaken, in dem sich. Das gehört zusammen. Mit, das könnte aber, dass der Täter Seemann ist oder war. Aha! Also, ja gut, es könnte. Könnte natürlich. Das ist jetzt halt mal wieder so eine, ne, ich sag mal. Hä? Holy shit. B? Heißt das? Holy shit. Heißt das, wir müssen jetzt zu einer Lösung kommen? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist. What the fuck, das geht doch nicht so schnell. Zeugen haben die Schnürhaken. Ne. Aber das ist es. Wir sind durch, oder? Wir müssen lösen jetzt. What the fuck, das ist ja mal ein mega kurzer Fall. Ja gut, der andere war dafür halt mega lang, ne? Okay. Es ist ja fest, es steht fest, dass sie für den Mord war. Ne. Ja. Häuslicher Unfall. Würde darauf... Oh Gott, Leute. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's echt schwer. Ach so, lol. Ja, na dann Leiche und Schnürhaken. Ach so, hier, lol. Habe ich ganz übersehen. Könnte an einem Schlag mit einem Schnürhaken gestorben sein. Jetzt passt ja gar nichts mehr. Wurde von der, die in der Tat nach zu Besuch bei den Abbeys gerangen war, diese hat. Ist oder war ein Seemann. Nach tatverdächtigen Seemännern suchen. Boah, das ist jetzt schwer. Also entweder... Boah. Also jetzt musste... Okay, also da kann ich... Okay, also die Folge scheint ja nicht so lang zu werden. Nach Seemännern suchen. Ja, pf, keine Ahnung. Wie macht man das? Suchen Sie nach möglichen tatverdächtigen Seemännern. Okay, in Ordnung. Dann gehe ich mal in deren Dingens. Also ich muss mir die Sachen nochmal genauer angucken, um ehrlich zu sein. Das ist gar nicht so einfach. Untersuchen Sie den Tatort im Esszimmer. Das weist ja darauf hin, dass ich hier noch nicht fertig bin, ne? Eigentlich. Kaminsims. Hä? It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Ha. Ach, das hat auch noch gefehlt. Okay. Suchen Sie nach möglichen tatverdächtigen Seemännern. Ja, na, wie soll ich denn das jetzt machen? Ah, wir reden mal.
Okay, mal sehen, was er dazu sagt. I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place. Or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Okay. Also, wir haben ja Zeit. Ich werde das alles auf alle Fälle nochmal nur durchgehen. Ja, suchen Sie nach möglichen Seemännern. Wie soll ich denn das machen? Oh, what a horrible thing. Okay, mal sehen, was die sagt. Ach so. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Boah, Alter, also hier werde ich auch wieder zu einer falschen Schlussfolgerung kommen. Das Bild hängt schief. Ja, ich würde sagen, der Speedrun hat sich gelohnt. Auch wenn ich jetzt eine kleine Pause einlege. Suchen Sie nach möglichen Seemännern. Ja, wie soll ich denn das jetzt machen? Wie zur Hölle soll ich denn das machen? Also hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen in die Baker Street. Da sind wir uns alle einig. Vielleicht irgendwie auf die Karte gucken oder so. Also ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also es kostet ja nichts, wenn wir mal nach möglichen Seemännern suchen. So. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal. What should we do next, Holmes? Ja, wo ist die Karte? Nee. Nach Rock. Auf Gibraltar. Das gehört ja wohl ganz eher in Geschichte, oder? Technik? Ökonomie? Nee, 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 nee. Ah, perfekt. Ankunft der Rock of Gibraltar, ein Schiff kehrt zurück. Die Rock of Gibraltar, ein Frachtschiff der Reederei Adelei, ist aufkommens in London Linie, Connaught Building, James Street London, ist nach einer 6 Monaten die Reise zurückgekehrt, die sie nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hat. An Bord des Schiffs reiste auch Miss Mary Fraser nach England, die Erbin der Familie Fraser, die Ländereien und Zinnbergwerke in Australien besitzt. Diese wunderschöne junge Frau ist mit Silvan verlobt, einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent, okay. Here it is. Okay. Ah, guck mal, das ergibt auch Sinn, weshalb wir jetzt hier so wenig kennenlernen. Aber hier fehlt sogar jemand. Okay. Dort können wir die Besatzung finden. Ja, na dann ab dahin, Alter. Okay. The shipping company, the Adelaide Southampton London line, and its address. Interesting. Hm. It must be the place where they keep the records. Including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Ja, na dann. Hallo! Wiggins! Wiggins, could you come upstairs, please? Der sieht aber auch extrem scheiße aus. Also no offense, aber. At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Ja, könnte man auch sagen. 3 Stunden später, wir sind alle gestorben. Es sind alle tot. Ich bin der Einzige, der überleben konnte. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Ja, Geld bezahlen gibt's dann erst nächsten Monat. I left it right on the table for you, sir. Okay, dann gucken wir da mal nochmal drauf, oder? This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor.
And these are the lists of the senior officers of the Adelaide Southampton London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Ach so. I do not think that this sailor has any connection to the case. I do not think that this sailor has any connection to the... This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Okay. Ja, da ist nichts. Samuel, nein, ich möchte... Ach so, okay, so mache ich das, okay. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. John Basser, nee. Harvey, nee. Robert, nee. Charles Chen, nee. I do not think that this sailor has... This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Ach so, lol, dadurch, dass ich... Sailor has any connection to the case. Ach so, der Vorname hat übereingestimmt. Entschuldigung! Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Aha. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Ja, und hier haben wir den letzten. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Perfekt. Jawohl. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Perfekt. Ja, das läuft doch wie geschmiert, oder? Würde ich sagen. Ja, na dann, Jack Crocker. Bestellen Sie Dingens ein. Okay, wie mache ich das? This Crocker. Do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Ja, natürlich. Ah, guck mal, dem müssen wir erst noch den Auftrag geben. So ein bisschen wie in der Firma. Could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Einige Zeit später. Als ob das so einfach funktioniert. Ja, guck mal, unser Crocker, aber ganz ehrlich... I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Ich bin aber auch extrem fett geworden, da muss ich echt mal dran arbeiten. Ne? Aber analysieren wir ihn erstmal, der sieht ziemlich böse aus. Also der hat echt einen bösen Blick. Klarer Ausdruck, der ist ehrlich. Okay, also der sagt uns ganz klar die Wahrheit, das ist gut. Darauf müssen wir jetzt achten. Kräftiger Körperbau. An der Hand ist nichts. Ein Fleck. Okay, hier gibt es verdammt wenig, was ich analysieren kann. Saubere Stiefel. Matrosenmesser. Ah, hat ein Matrosenmesser dabei. Ich habe noch was vergessen, aber ich weiß nicht wo. Sicher, dass hier nichts fehlt? Oh, Entschuldigung. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Ah. Zeitungstinte. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You? And what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall. Despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Okay. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder.
and it was you who tied her up. You call that evidence? Schauen wir mal. Seemannsknoten. Bam, Junge. Ohne das andere überhaupt durchzulesen. She was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Shark. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Okay, das ist interessant. Why you dissected the bell rope. Okay, jetzt können wir hier noch was verbinden. Ja, na klar. Zack. Er lügt, seine Mitschuld ist offensichtlich. Aber ganz ehrlich, er hat ihn als ehrlich analysiert. War zur Tatzeit, genau. Und er ist ehrlich. Genau, also Besuch eines Seemanns macht keinen Sinn. So. Also wir gehen, genau, wurde, und das könnte darauf hinweisen, ist es aber nicht. Und es würde auch kein, wobei das würde Sinn machen, wenn man jetzt sagt, ey, guck mal, seine Mitschuld ist so, guck mal einer an. Oh, dann haben wir auf einmal, der Kapitän ist der Täter. Und man könnte sagen, hey, guck mal, ist ein Mörder und sie werden ihn und Dingen zur Rechenschaft ziehen. Würde Sinn machen, aber die Sache ist die, man muss auf die kleinen Sachen achten. Und er war ehrlich. Es ist eine ehrliche Person. Deswegen, weil es eine ehrliche Person ist, sage ich, er hatte Dingen. So, das bedeutet Seemannshintergrund, hat keinerlei Bedeutung. Bekanntschaft mit einem Seemann. Es könnte halt sein, dass er da diese Dingens gemacht hat, diese Bekanntschaft. Heiratete kurz, verließ das. Okay, da sind wir uns alle einig. Ja, waren es jetzt zwei oder drei Personen? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich sag mal so, es waren zwei Personen, sage ich jetzt. Der Einbruch führte zum Mord. Es steht fest, dass der Einbruch der Grund für den Mord war. Später zurückzukehren? Nee, es ist ein inszenierter Einbruch. Hey, Randalls als Sündenbock, die wurde, genau, wurde lediglich inszeniert. Die gesamte Geschichte nur erfunden, um die Schuld für den Tod, den Randalls, genau. Weil es gibt keinerlei Dingens. Der Tod könnte ein, genau, das könnte sein. Und damit würde alles auf einen häuslichen Unfall hindeuten. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist die Wahrheit. Könnte, was passiert, wenn ich das hier mache? Dann, okay, oder sich könnte an einem Schlag mit dem, könnte ein Unfall gewesen sein. Ja, es könnte. Er ist ein ehrlicher Mann. Es war ein häuslicher Unfall. Ich würde mich tatsächlich laut, haben die Taten Notwehr gegangen, Sie entscheiden, dass es keine diese arme Frau länger leiden zu lassen. Keine Gnade. Oh. Haben ihre Dienstmarke getötet und versucht, ihre Tat zu vertuschen. Von daher verdienen sie es wie gewöhnliche Strafe. Ganz ehrlich. Ich glaube, das macht Sinn. Weil wir gehen jetzt nochmal in diesen Raum da rein. Wahrscheinlich baue ich jetzt wieder Mist. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder Mist gelabert. Es tut mir dann leid. Ich kann es nicht ändern. So bin ich einfach. ist aber ein mega kurzer Fall, ne? Aber der andere, der war halt... Ah, das ist halt so eine kurze, prägnante Frage halt so, ne? Ist das wirklich so gewesen? Das muss man sich jetzt einfach ehrlich fragen. Wir können uns das jetzt hier nochmal angucken in Ruhe. Ich meine... Wir müssen uns jetzt mal fragen, wir sind jetzt die Täter. Also es gibt ja Täter anscheinend. Also
Hier haben wir eine Leiche. Okay. Wir gehen hier raus und es gibt quasi Leute, die hier draußen waren. Es gibt jemanden, der durch diesen Garten geflohen ist. Das können wir beweisen. Das war jemand, der an den... Der muss da gewesen sein. Der lügt. Auch wenn... Also, das beißt sich jetzt komplett mit dem, was wir vorhin analysiert haben. Vielleicht lügt er ja doch. Nee, könnte mit genau so. Und sie hatte diesen einen Bekannten, so. Und zwar nämlich, die kennt jemand, nämlich den da, die kennen sich, so. Und damit führt das alles, dass der Kapitän der Täter war, eigentlich schon. Weil es muss ja jemand da gewesen sein, das war eine Person und die haben zu zweit da was gesoffen. Nämlich die, wobei es könnten auch drei Personen sein, ich weiß gar nicht, spielt das hier eine Rolle? Ach so, ja, das spielt eine Rolle, weil es natürlich so... Die haben zu zweit Wein getrunken. Und da war von mir aus auch noch die Frau mit dabei, was weiß ich. Dann kam der Mann dazu, der ist ausgerastet und der Kapitän ist der Täter. Und ich würde sagen, ist ein Mörder und sie werden ihn und seine Komplizen Lady zur Rechenschaft ziehen. Jack wollte die Geschenke. Ganz ehrlich, ich würde das hier vorschlagen. Weil... Es muss ja jemand da gewesen sein. Also jemand muss das hier getan haben. Es muss jemand gewesen sein. Muss es einfach. Und das steht halt jetzt komplett in Widerspruch zu dem, dass der Typ ehrlich gehandelt hat. Aber welche andere These gibt es denn noch? Dass sie das Silberbesteck irgendwann anders abholen wollten? Sorry, das macht einfach keinen Sinn. Ganz ehrlich, das macht einfach keinen Sinn, dass die das nochmal abholen wollten, so. Oder? Also, das macht doch gar keinen Sinn, dass sie das nochmal... Also, die wollten das später holen? Boah, Alter. Also, was können wir denn ausschließen? Wir schließen aus, dass es ein Unfall war. Das können wir safe ausschließen. Weil ansonsten gäbe es niemanden, der durch den Garten geflüchtet wäre. Okay, so, haben wir das. Dann müssen wir uns jetzt entweder entscheiden, okay, die Randalls waren der Täter oder der Kapitän ist der Täter. Was spricht denn für den Kapitän? Dass der Einbruch inszeniert war, dass sie das da zurückgelassen haben und gut ist. Was wäre denn der andere Dingens? Nämlich, dass es drei Personen war. Nämlich, dass der Einbruch nicht inszeniert war. Und nämlich, dass es... Genau, und das sind Randalls als Täter. Und der hat nämlich die Wahrheit gesagt. So. Und damit hätten wir jetzt die Randalls in der Täter. Also entweder sind die Randalls der Täter oder der Kapitän. Da sind wir uns alle einig. Aber es gibt halt noch die Möglichkeit... Ja, was macht mehr Sinn? Ich weiß nicht. Also, wenn die Randalls wirklich die Täter gewesen wären... dann hätten sie ja das Silberbesteck einfach mitgenommen. Oder? Also, sei mal ehrlich. Und für Crocker spricht allerdings, dass er ehrlich war. Das spricht für ihn. Dass er einen klaren Ausdruck hat, dass er ehrlich ist. Das haben wir an ihn analysiert. Er sagt die Wahrheit. Aber das war halt am Anfang vom Gespräch. Vielleicht am Anfang war er ehrlich. Aber dann hat er dann gemerkt, oh, ja, guck mal einen an. Es ist brutal schwer, sage ich ganz ehrlich. Es ist 50-50 meiner Meinung nach, auch wenn es wahrscheinlich, ja, man weiß es wahrscheinlich, man kann es wahrscheinlich ganz klar zuordnen. Das wissen wir auch, dass Dingens, das könnte ein Seemann gewesen sein. Also sind die Randalls, Moment mal, sind die Randalls nicht auch irgendwie Seemänner? Die waren doch als Piraten aktiv, ne? Also das spielt da auch nochmal mit rein, so ein bisschen. Und genau, die kennt halt jemanden da, so, das ist ja egal. So, das ist für den Fall komplett irrelevant, weil dann hatte die ihre Bekanntschaft. Ganz ehrlich, ich glaube, die Randalls sind der Täter. Es spricht immer mehr dafür. Auch wenn man jetzt sagt, ganz ehrlich, der Einbruch, der führte... Ich überlege gerade was. Was wäre denn, wenn die beiden... Die haben gesoffen und das dritte Glas stammt dann quasi von, haben sie dann nachträglich quasi noch genutzt, haben sie dann quasi nachträglich, ja wobei,
Das ist Quatsch. Ich leg mich jetzt auch fest, die werden jetzt in der Täter. Der Fall ist zu einfach für sie. Das ist eine gelute Gelegenheit. Namen wird. Ganz ehrlich, ich würde sagen, wir gönnen Lestrade den Erfolg. Und wir sagen, hey, die Randalls sind der Täter. Weil das ist einfach zu trivial. Aber das Problem ist halt das Silberbesteck. Das macht mich halt so kirre. Wobei, das hat ihn nicht gewundert, ne? Boah, soll ich echt nochmal umswingen? Also, ich könnte jetzt hier drauf klicken, ich mach's nochmal, aber ich bestätige das nicht, sondern ich schwing nochmal um und sagt, es waren tatsächlich, es war der Seemann. Auch wenn er ehrlich ist, das ist momentan das Einzige, was für ihn spricht, und das ist einfach zu wenig. Und ganz ehrlich, der Einbruch ist inszeniert und gut ist. So, ich würde sagen, Crocs Alibi, so, das beißt sich natürlich, der lügt, so. Auch wenn er ehrlich ist, aber vielleicht ist das im ersten Moment gewesen, als er dann gemerkt hat, hey, genau, und es wurde in Notwehr gehandelt. So. Und damit sage ich jetzt, das mache ich jetzt fest. Und wenn es das andere ist, dann, ja, habe ich mich einfach getäuscht. Ganz einfach. Komm, machen wir es so. YOLO. Aber krass, den ersten Fall haben wir komplett richtig gelöst. Danach haben wir bisher nur versagt. Ey. Im letzten Fall aber voll versagt. Bei dem 3-Stunden-Fall, da haben wir komplett alles völlig versagt. Also komplett keinerlei, ja. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Okay. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. Ja! It's time for you to tell us the whole truth. Wir haben recht. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. No. I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Aber die Musik ist gerade krass. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Okay. Weh! Scheiße. Ja, diesmal haben wir's. Bam, Junge. Nicht so voreilig, Kapitän. Crocker, I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours
Boah, das ist eine schöne Folge. Das freut mich jetzt. Das freut mich wirklich sehr. Das ist eine schöne Folge. Aber weißt du, ich sitze hier so entspannt. I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by three criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of three thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Geile. Das ist echt ein schöner... Das ist echt, ja, das ist vollkommen richtig. Ja, was soll ich sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war wirklich eine tolle Folge, sage ich ganz ehrlich. Das war, ja, das hat Spaß gemacht, das war schön. Ich bestätige jetzt die Entscheidung und wir tun uns jetzt nochmal ganz kurz, genau, ja, ich möchte ein neues Kapitel beginnen. Und das will ich jetzt noch wissen, mit derselben Lösung, okay, 93, das ist krass. Und Spieler mit derselben moralischen Entscheidung, 65, okay. Cool. Cool. Coole Sache, ey. Das Drama von Kygargens. Ich weiß nicht, kann ich irgendwie beenden? Nein, kann ich nicht. Dann skippen wir ganz kurz die Szene. Ich will noch mal ganz kurz ins Hauptmenü. Oh nein, das kann ich wohl nicht. Wir tun das alles skippen. So. Genau, perfekt. Ja, dann schauen wir noch mal hier rein. Ja, Fair Abby. Jawohl, Junge. Ah, das war cool. Das war echt eine coole Sache. Das freut mich jetzt doch sehr. Die Gabel. Geil! Oh, aber wir haben noch ein paar. Er ist ein tüchtiger und gebildeter Mann, jedoch ohne großen Reichtum. Er war ein Eile, nahm sich jetzt. Aha. Okay. Ja, cool. Ich würde sagen, ist eine coole Sache. Wir gehen nochmal ganz kurz ins Hauptmenü. Wobei, ich will noch mal ganz kurz mir das hier angucken. Das mache ich jetzt noch in der Folge, weil es ja irgendwo dazugehört, um ehrlich zu sein. So, perfekt. Sehr geehrter Mr. Holmes, endlich habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und schreibe Ihnen diesen Brief. Ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich ihm bin. An jedem schrecklichen Abend dachte ich, dass mein Leben ruiniert sei, aber gleichzeitig erkannte ich, dass es da jemand gab, der mich wirklich liebte und für den ich auch nichts als Liebe empfand. Sie kennen ihn, ich rede von Captain Jack Crocker. Seine Liebe hat mir die Kraft zum Leben gegeben und selbst wenn wir am Ende nicht zusammen sein können, ohne das alles ohne Sie, wäre das alles ohne Sie nicht möglich gewesen, Mr. Holmes. Hochachtungsvoll, Mary Brackenstall. Krasser Scheiß, ey. Aber dafür, die ist halt instant reich as fuck, ne? Muss man halt sagen. Die hat halt richtig Fettkohle gemacht. Ja, ich hoffe. Ja, geht dabei verloren. Okay. Kann ich mit leben. Ja, es war mir eine Freude, euch alle dabei haben zu dürfen. Ja, das war Fall Nummer 4 von 5. Das bedeutet, morgen erwartet mich dann Fall Nummer 5. Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso. Ich bedanke mich und wir sehen uns dann später wieder. Ciao, ciao.